So, und damit haben wir jetzt auch einen weiteren Teil des River Valley freigeschaltet. Und wir müssen jetzt eigentlich übrigens hier hin. Rüstung und Schwert, eine Hauptmission. Ja, dahin begeben wir uns dann jetzt auch mal so gleich. So. Aber wir sind für die Royal Navy wohl immer noch irgendwie so, oder? Die sind immer noch so rot angezeigt, aber ich glaube, auch nur so lange, wie sie nicht angreifen. Und hepp. Und ich könnte jetzt auch, glaube ich, direkt mal gucken. Erstmal habe ich hier noch ein Dollarzeichen. Das heißt, ich kann hier noch ein bisschen die Flotte noch mal ganz kurz steuern. Kann ich hier auch noch andere Dinge machen? In Two Bands. Renovierung können wir hier losstarten. Hier noch eine Schatzkarte, einen Shanty gibt es auch noch. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt erstmal hier so ein bisschen weiter. Bevor wir uns dann jetzt gleich zur nächsten Mission aufbrechen. Auf jeden Fall gibt es hier nämlich noch ein Lied. Schade, dass man das auf der Karte nicht markieren kann. Ne, dass ich eben zu mir sage, ich will jetzt hier... Doch, ich kann diese Truhe markieren. Ich wollte schon sagen. Normalerweise geht das doch nämlich. Ja. Alter, wieso zielst du auf mich, du? Ey, ich hab jetzt hier gerade die Assassinen vertrieben. Damit ihr jetzt hier die Action startet, oder was? Alter, dir werde ich's zeigen. Du kriegst jetzt hier erstmal von mir. Weißt du, ich habe dafür gekämpft, dass du da oben stehen darfst. Und wie dankst du es mir? Okay, das wollte ich zwar nicht, aber hey. Jetzt aber. So. Ja, so ein... Ich muss sagen, so ein Wachturm ist schon scheiße, ne? Also wenn du jetzt hier so da unten rumstehst, da oben rumhockst, dann... Kannst du den Typen, der hier unten sich gerade hochhangelt, um dich zu töten, erstmal voll nicht sehen. So. Bist du hin, Alter? Hast du dich gerade verpisst oder was? Nicht, dass es mich stört, aber... Ah, da unten bist du. Alles Gute kommt von oben. So, jetzt aber hier auf zur Schatztruhe. Will auch gucken, was ich hier Schönes mir schnappen kann. Ich frage jetzt nur, wie kommen wir da oben hoch quasi nach Upper Town? Ja, einfach hochklettern ist ja, glaube ich, nicht, ne? Ne, da findet der Shay keinen Haltepunkt. Ich muss irgendwie hier hochkommen. Vielleicht über das Haus hier so ein bisschen. Kommen wir. Genau, hierauf komme ich nämlich zu dem. Ey, ich glaube, das ist richtig hier. Hier jetzt noch nicht. Nee, hier auch nicht. Ah, wunderbar, wie diese Häuser hier gebaut wurden. Ich frage mich nur, wo dann letztendlich unser Schätzchen sein soll. Hier konnten wir uns ja nicht dran festhalten, das habe ich ja schon festgestellt. Aber hier oben können wir uns weiter fortbewegen. Genau, und von da, genau, über den Baum kommen wir dann da oben rauf. Das ist ja hier echt gefickt eingeschädelt. So. Dass man hier nicht nur so alles entdecken kann. Ach, hier oben steht sogar noch ein Haus. Frag mich, wie der hier oben sein Haus bauen konnte. Aber gut, das soll mich jetzt auch nicht weiter interessieren. Ich muss hier nur weiter nach oben, glaube ich. Und das Spiel scheint das erstmal nicht so zu wollen. Das Spiel denkt sich, nö, Hyuga. Darfst hier nicht hoch. Das erinnert mich.
An Assassin's Creed 3, wenn man da diese Klunker gesammelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Questline gespielt habt. Konnte man ja diese Klunker sammeln. Ach, da oben. Okay, das ist jetzt ein Fragment. Von hier aus kriege ich Zugang zum Fragment. Oh! Aha! Ist ganz schön viel Gestöhne dabei, aber... Hier unter uns scheint die Kiste irgendwo zu sein, da. Gut, dann lassen wir uns mal fallen. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt, ey. Wir sind jetzt nur sowas wie... Oh, Saphir-Ohrringe, wer die wohl verloren hat. Aha, was haben wir hier? Ach, von hier aus wären wir auch hingekommen. Geil, da hätte man es uns ganz einfach gemacht, wenn wir einfach von hier lang... Ah ja. Na gut, ne? Dann ist hier auf jeden Fall noch ein Shanty, der ist hier oben. Den möchte ich mir auch noch ganz gerne krallen. So, 2 Bands. Eine Renovierung müsste ich noch machen. Es gibt 2 Truhen und ein paar Sammelobjekte. Und um Wölfe gibt es hier? Ja, um Wölfe. So, Wölfe interessieren mich. Ah, ich sollte aber auch doch eigentlich mal wieder auch mal wieder Tiere jagen gehen, weil um meine Rüstung, eine Ausrüstung zu verbessern. Ich kann ja mal gucken, was mir da am besten was bringen würde. Jetzt muss ich erstmal den Shanty holen. Er klingt echt immer wie auf dem Klo, ne? Jetzt ist der Shanty verschwunden. Flattert der jetzt wieder an seinem Ausgangspunkt rum, oder... Ah, schade. Boah, ich könnte hier noch echt noch die ganze Insel erkunden. Hier ist nämlich noch eine zweite Truhe, aber mit einem geringen Geldgewinn. Ein Animus-Fragment. Ja, na gut, schade für den Shanty oder um den Shanty. Aber ich glaube, die Renovierung können wir auf jeden Fall mal noch machen. So. So, dafür müssen wir jetzt nämlich einfach nur hier nach oben. Ah ja, da lang. Eigentlich war mein Plan... Ach so, hier ist eine Leiter. Deswegen bin ich hier dann gleich so automatisch lang. Buhu! Einfach mal einen kleinen Schubs gegeben. So. Oh, wenn ich mal echt so fit wäre wie der gute Shay. Das wäre echt so geil. So, da vorne ist nämlich unser Renovierungsmeister. Eure Anweisungen, Sir. Ne, ja, das ist gut. So, Gebäude renovieren, machen wir mal. Dass auch 2 Bands in einem neuen Licht erstrahlen kann in diesen unliebsamen Zeiten. Außerdem auch unsere Einkünfte gesteigert. Einfach mal die Typen da reingekickt. So, wo ist eigentlich gerade unsere Flotte? Die Flotte hat man doch auch hier irgendwo. Da. Hier ist die Bank. Wo ist die Flotte? Der Hafenmeister.
So, genau, hier war nämlich unser... So. Kurz mal gucken, was bei der Flotte gerade so abgeht. Die Seekampagne... meiner Flotte hinzufügen. Ein Sammelobjekt erhalten. Ein spanischer Konquisitorenhelm. So, und jetzt Louisiana, Savannah. So. Kann die Flotte, aber die Frage ist ja, oder muss ich hier warten, bis die fertig sind? Nö, die fährt gerade. Hier können wir auch nochmal eine Flotte fahren lassen. Die Sussex. So, kann jetzt auch mal eine Runde auslaufen. Ich glaube, so viel können wir hier auch gar nicht mehr machen, oder? Das vermute ich jetzt mal einfach nur. So, aber jetzt geht's erstmal wieder zurück. Oh, sie reden über, über Braddock. So. Diesmal will ich mich nicht nass machen. So, schnell nochmal in die Kajüte. In die Kabine des Kapitäns, natürlich. Und dann checke ich doch mal ganz, ganz fix. Verbesserung für die Morrigan. Was kann ich machen? So, ich habe sehr, sehr viel. Ich könnte zum Beispiel... Aha. Oha. Ja, wir können zum Beispiel unsere Rundkugeln verstärken. Das heißt, sie richten mehr Schaden an. Und nochmal den Mörser verbessern. Okay. Gut, für schwere Kugeln und so fehlt uns noch gerade das nötige Zeug. Wie sieht es mit uns selbst aus? So, Shay-Verbesserungen. Oha, ich kann noch ein paar andere Monturen anlegen. Aber ich glaube, dafür fehlt mir zurzeit einfach noch ein bisschen das Geld. Ja, die Templer-Montur, die kommt dann später. Hier wird man eigentlich schon voll gespoilert, ne? Man weiß, dass man eine Templer-Montur bekommt. Ich meine, okay, die meisten wissen ja, dass man in diesem Teil einen Templer spielt, aber ich meine, ist ja nicht so richtig sicher, ob es eben vielleicht dann nicht am Ende so ist, dass er sich entscheidet, kein richtiger Templer zu sein. Ja gut, aber wahrscheinlich weiß man das eh, dass Shay diesen Weg gehen wird. Deswegen ist es auch wahrscheinlich für niemand so ein großer, fetter Spoiler. Ich bin ja normalerweise jetzt niemand, der sofort sagt, oh krass, Spoiler, aber das finde ich halt schon krass, dass man eben sofort schon weiß, wie die Ausrüstung aussehen wird. So, ist noch die übliche Animation. Wir haben die Morrigan verbessert. So, und jetzt schnell... So, jetzt checken wir mal ganz fix, wie rum wir jetzt am besten segeln. Jupp, da sind wir eigentlich hier eigentlich sehr gut dran. Stellt die Segel in den Wind. Bully in the yard, way, bully in the yard, help.
Jahren Brüder in Bonau. Sally's girl that I love dearly. Bully in the Yard. Sally's the girl that I splice dearly. Bully in Bonau. Help. So. Dünn. Ich glaube, wir müssen hier außen lang. Ja, wir müssen außen lang. Das ist der Schwachpunkt. Feuer! So. Ja, so geht man mit einem so kleinen Schiff um, einfach mal zerbersten. Treibgut, könnte wertvoll sein. Jep, nehmen wir auch direkt mit. Ja, ich muss halt schauen, ne? Ich brauche halt wieder viel mehr. Oh, das will ich mir aber auch mal ansehen, ja, dieses Schiff, das da so ein bisschen rumliegt. And listening to me, I sing you a song of a fish in the sea. Das ist mein absoluter Lieblings-Shanty.